Ostpreußen, wie es in unzähligen Liedern und Gedichten beschrieben wird. Land der dunklen Wälder, der kristallenen Seen. Für viele ein Land versunken in der Geschichte und dennoch unvergessen. Seit die Grenzen in Europa gefallen sind, auch für uns wieder näher gerückt. Von Berlin zu den Domen des Ermlands und an die Seen Masurens mit dem Auto nicht einmal 5 Stunden. Jede Geschichte Ostpreußens, die heute erzählt wird, beginnt mit der Flucht und Vertreibung der Deutschen im Winter 1944-45. Bericht einer Augenzeugin aus meiner Familie. Am 24. Januar 1945 erfolgte der Räumungsbefehl durch die deutsche Wehrmacht. Vater und die anderen im Dorf wollten schon viel früher weg. Aber die deutschen Behörden haben uns nicht gelassen. Als wir nach Rössel kamen, lag die Stadt schon unter dem Feuer der Russen. Als wir Rössel verließen, kamen die Tiefflieger. Es gab ein fürchterliches Blutbad. Die Toten, die Wagentrümmer, die Pferde wurden einfach in die Chausseegräben geschoben. Die Stadt Bischofstein war vollgestopft mit Flüchtlingen, die schreckliche Geschichten erzählten von Plünderungen, Morden und Massenvergewaltigungen durch die Rote Armee. Bei der Fahrt über das zugefrorene Haff spielen sich unvorstellbare Szenen ab. Viele Wagen brechen durchs Eis, unzählige Menschen und Pferde ertrinken, viele Kinder und alte Leute erfrieren. Sie sitzen und liegen, sterbend oder schon tot, auf dem Weg, den der Dreck über das Eis nimmt. Die noch am Leben sind, wollen nur eins, raus aus Ostpreußen. Der Blick über das frische Haff heute. Vom Turm des historischen Doms zu Frauenburg, erbaut im 14. Jahrhundert von den ermländischen Bischöfen. Norddeutsche Backsteingotik, die gewaltigste und wohl schönste der ostpreußischen Kirchen. Hier lebt und arbeitet im 15. Jahrhundert Nikolaus Kopernikus. Wie kaum eine andere Figur war Kopernikus, der aus einer deutschen Familie stammte und für den polnischen König arbeitete, jahrhundertelang Gegenstand nationalistischen Streits zwischen Deutschen und Polen. Und die Kinder, die hier im Dom zu Frauenburg, polnisch Fromborg, ihren ersten Kommunionsgottesdienst feiern, sie lernen bis auf den heutigen Tag, dass Kopernikus natürlich ein Pole war. Bei der Polonisierung Ostpreußens nach dem Zweiten Weltkrieg hat die polnische katholische Kirche eine besonders aktive Rolle gespielt.
Nach Jahrhunderten, so hat sie ihren Gläubigen immer wieder erklärt, seien die Polen endlich in ihre urpolnischen Gebiete zurückgekehrt. Und obwohl für Kopernikus selbst die nationale Zugehörigkeit keine Rolle spielte, reklamiert ihn Polens Kirche bis heute für sich. Es gibt überhaupt keine Frage, und das zeigen auch die Forschungen meines Lehrers, des Bischofs Oblonka, der Kanonikus unseres ärmländischen Domkapitels, der weltberühmte Forscher Mikołaj Kopernik war Pole. Im Domhof von Frauenburg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gedenkstein errichtet, der die Namen der Bischöfe aus der Zeit trägt, in der das Ärmland zu Polen gehörte. Mit dem Jahr 1795 endet das Verzeichnis. Die Fahrt von Frauenburg nach Süden, in das Innere Ostpreußens. Eine Reise in die Vergangenheit Ostpreußens, die deutsche. Auf Spurensuche, Euphemia, Gräfin zu Dohna, vor den Resten ihres einstigen Familienbesitzes, dem Schloss Schlodien. Oben auf dem Dach, auf dem Dachboden, da war eben die Kuppel, die von Natur, also die Wölbung. Ne? Mhm. Und wie viele Zimmer hat das insgesamt ungefähr gehabt? 58 Zimmer. 58 Zimmer? Und wie viele Menschen haben da ständig gelebt in diesen 58 Zimmern? Wir haben 1936 ist mein Vater gestorben und von da an hat meine Mutter mit uns Kindern, wir waren zu vieren. Also vier Kinder und meine Mutter. Zu fünf in 58? Ja, und dann aber natürlich mit genügend Personal. Ja, ja. Wie viel Personal war das ungefähr? Ja, ich würde acht bis zehn Personen Personal. Mhm. Und hier, wo hier diese Bude ist, da war unsere Küche. Die war ja extra. Ach, die war extra? Die war extra. Das ganze Essen wurde hier rüber getragen. Ob Sommer, ob Winter, egal wie. Hat das einen Sinn gehabt, dass die Küche außerhalb war? Ja, dass man es nicht roch. Ah ja. Dass man es nicht roch. Ah ja. Aha. Und wenn Sie heute zurückkommen, mit welchen Gefühlen kommen Sie dann? Ich freue mich nur über die Schönheit der Landschaft und an der Gegend und an der Wolkenbildung und so. Ich komme hier überhaupt nicht hin, dass ich also traurig bin, dass wir das nicht mehr haben. Und wenn man das so sieht, wie das so zusehend verfällt, also das schüttelt man nachher etwa ab. 1945 ist also so eine Tür so endgültig zugeschlagen. Und wie ich 75 das erste Mal hier war, da habe ich mir auch von vornherein gesagt, also man soll sich nicht einbilden, man kommt nach Hause, die Eltern stehen vor der Tür und sagen herzlich willkommen, das ist alles vorbei. Aber haben Sie denn irgendwann mal doch die Hoffnung gehabt? Nein. Dass es nicht vorbei ist? Nein, nein. Also das war für uns so klar, dass das so endgültig war, wie wir hier weggegangen sind. Schon bei Kriegsende, bei der Flucht? Ja. Können Sie sich denn vorstellen, dass irgendwann in Zukunft vielleicht doch mal wieder ein Dohna hier in Ostpreußen leben wird? Nein, glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wenn Sie auch eben so für einen Moment, also mal, ich fahre ja jedes Jahr mit irgendwelchen jungen Leuten von der Familie hierher und führe Ihnen das vor und zeige Ihnen das, wo eigentlich unsere Wurzeln herkommen. Aber dass die hier existieren würden und hier wieder zurückgehen, das glaube ich nicht. Dafür ist es einfach, sind wir im Westen doch zu sehr verwöhnt. Mit allem. Auch eine Heimatvertriebene, eine Polin. Sie versorgt unmittelbar neben dem einstigen Schloss der Donas heute die Hühner.
Ihr Vater wurde 1941 von den Deutschen erschossen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie, wie 1,5 Millionen anderer Polen, aus den von der Sowjetunion annektierten ostpolnischen Gebieten zwangsumgesiedelt. Hierher nach Ostpreußen, das sie nicht einmal dem Namen nachkannte, von dem sie nur wusste, dass es zu dem Land gehörte, aus dem die Mörder ihres Vaters kamen. Als wir 1947 hierher kamen, sah alles noch wunderschön aus. Das Schloss war unzerstört, sogar die Gardinen hingen noch in den Fenstern. Die Möbel waren noch da, die eleganten Verzierungen aus Gips, alles. Und wer hat damals hier gewohnt? Damals niemand. Später haben sie dann ein Staatsgut daraus gemacht und das Schloss als Magazin, als Lagerhalle benutzt. Und was wurde da gelagert? Getreide. Aber die Mauern und Decken haben das nicht ausgehalten und sind gerissen und eingestürzt. Und wie sehen Sie heute die Leute, die früher hier gewohnt haben und jetzt herkommen, um alles wiederzusehen? Ich verstehe sehr gut, dass es jeden zu seinem Besitz zurückzieht. Ich fahre ja auch jedes Jahr dorthin, von wo sie uns weggejagt haben, obwohl auch dort kaum noch etwas erhalten ist. Es zieht die Menschen ganz einfach dorthin, wo ihre Heimaterde ist. Und deshalb kommen die, die früher hier lebten, auch jedes Jahr wieder her. Wenn Sie die Wahl hätten, ständig hier zu leben oder dort, woher Sie kamen, wo würden Sie leben wollen? Ich würde dorthin gehen, sogar heute noch. Nur meine Kinder wollen nicht mehr zurück. Sie sind hier geboren und immer, wenn wir zusammen dorthin fahren, sagen sie, Mama, Mama, was willst du bloß dort? Dort ist doch alles so ärmlich. Nur wenige Kilometer entfernt das Forsthaus der Donas. Der Blick aus dem Fenster, Donaland, soweit das Auge reicht. Stanislaw Matuszewicz kam 1976 hierher. Er stammt aus einer alten polnischen Adelsfamilie, die ihre Güter in Ostpolen 1945 an die Sowjetunion verlor. Als er das Forsthaus der Donas vom polnischen Staat kaufte, war es eine Ruine. Er hat daraus eine kleine Pension gemacht, in der heute vor allem deutsche Adelsfamilien aus dem früheren Ostpreußen ihren Urlaub verbringen. Was war das Motiv, dass Sie gerade hier diesen Adelssitz gekauft haben? Es gab viele Gründe, aber vor allem hat das mit meiner Familientradition zu tun. Ich komme aus einer Gutsbesitzerfamilie, die sich seit Generationen mit Kultur- und Kunstgeschichte befasst hat. Mein Großvater, mein Urgroßvater. Und das war wohl auch der Hauptgrund, warum es uns, nachdem wir im Osten alles verloren hatten, hierher gezogen hat. Haben Sie damals gewusst, wem dieses Gebäude früher gehört hat? Wir wussten es, aber die Tatsache, dass es früher einer deutschen Familie gehörte, hatte keinerlei Einfluss auf unsere Entscheidung. Warum nicht? Ich glaube, dass die Geschichte der Kunst und die Spuren der Kultur nicht geteilt werden können in polnische oder deutsche oder andere. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam versuchen, möglichst viel vom Vergangenen, vom kulturellen Erbe zu bewahren. Bilder aus Masuren heute, 50 Jahre nach dem Krieg. Thank you.
Ein Haus in dem Dorf Mjodówka, früher Honigwalde, unweit von Allenstein. Es gehört Sophia Wischlitz, einer der wenigen Deutschen, die heute noch in Ostpreußen leben. Ihr Vater wurde bei Kriegsende zusammen mit allen anderen männlichen Bewohnern des Dorfes von der Roten Armee nach Sibirien verschleppt. Keiner von ihnen ist zurückgekehrt. Wie kam es, dass ihre Familie 1945 nicht aus Ostpreußen geflohen ist? Der Vater wollte es nicht. Mein Vater meint, wenn wir rausfahren, kommen wir, finden wir vielleicht kein Zuhause. Und wenn auch die Russen reinkommen, er meint, es sind auch Menschen, sind Menschen wie überall. Und wenn wir keinem was getan haben, kann es bei uns auch nicht schief gehen. Mein Vater meinte, wir müssen hier bleiben, weil wir hier zu Hause sind. Wir haben hier unser Haus, wir haben hier unsere Arbeit. Und viele Menschen sind so geblieben. Und viele haben auch noch gehofft, dass es mal später mal, vielleicht nicht gleich, aber wieder zu einer Vereinigung mit Deutschland kommt. Und darum ist unser Platz hier. Man hat uns richtig verkauft. Man hat uns richtig verkauft. Wir haben immer noch gehofft, dass wir noch mal Ostpreußen noch mal zurück nach Deutschland kommen. Das haben wir immer gehofft. Jetzt wissen wir es genau, dass es nicht mehr kommt. Bestimmt nicht in meinem Leben nicht mehr. Und das ist ein bisschen traurig. Seit mehr als 10 Jahren hätten Sie die Möglichkeit gehabt, nach Deutschland zu reisen und sind ja öfter zum Besuch da gewesen. Warum sind Sie immer wieder zurückgekommen? In den 80er, da konnte man aber. Da war es schon nicht mehr so, wie es sein soll. Da schrieb man und erzählte viel von Arbeitslosigkeit da und hier hatten wir alle Arbeit. Wie es war, so war es. Schlimmer oder besser oder schlimmer, aber Arbeit hatte jeder. Versorgt war jeder, Krankenkasse hatte jeder, ins Krankenhaus, zum Arzt, überall, das war alles umsonst. Und mir ist auch gut hier. Hier ist meine Heimat, hier ist meine Heimat. Mein Vater hat da drüben sein, aber meine Heimat ist hier. Nicht? Hier wohnten meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern. Und ich weiß nicht, wenn ich da bin, dann habe ich eine Sehnsucht nach hier, nach Hause zurück. Bin ich hier, dann möchte ich hin, dahin. Man ist so richtig zerrissen, man hat nicht seinen Platz. Ist schlimm, das ist nicht so einfach. Die Umgebung von Honigwalde heute. Viele verlassene Gehöfte, brachliegendes Land, sterbende Dörfer. Es sind fast nur noch alte Menschen, die man hier trifft. Die meisten von ihnen waren einst Bauern, die in den 50er Jahren aus Zentralpolen hierher kamen. Wie dieser Mann, der während des Krieges in deutscher Kriegsgefangenschaft war. Wie sah das Land aus, als sie damals hierher kamen? Besser als heute. Warum? Damals haben sich die Menschen noch abgemüht, damit die Erde Brot gibt. Heute tut keiner mehr was, alles verkommt. Gab es damals noch Deutsche hier? Sehr viele. Da lebten 2 Familien, dort eine, dort und dort. Aber warum verlassen so viele junge Leute die Dörfer? Weil sie nicht arbeiten wollen. Sie wollen einfach ein besseres Leben. Sie arbeiten nur so viel, dass sie genug zum Trinken haben und Schluss. Sie sagen, die Landarbeit hier macht sich nicht mehr bezahlt und sitzen einfach rum und trinken. Und wer soll für sie die Arbeit machen? Sie waren bei einem deutschen Bauern in Kriegsgefangenschaft. Wie war es da? Gut. Aha. Die Arbeit war nicht allzu schwer, zu essen hatten wir gut, nur schlafen mussten wir im Pferdestall. Aber das war nicht allzu schlimm. Nein, es war nicht schlecht. Und erinnern Sie sich noch an die Adresse des Bauerns? Ich erinnere mich. Rudolf Fischer, Hinrichsdorf. Post Benfisch, Kreis Rostock, Mecklenburg. Ganze Adresse. Schwert, ne? Ja. Ja.
Deutsche Friedhöfe in Ostpreußen, stumme und zugleich beredte Zeugen der deutschen Vergangenheit. Des Verfalls ein Zeugnis anderer Art. Ein deutscher Soldatenfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg in der Nähe von Hohenstein. Restauriert und liebevoll gepflegt von einer Gruppe deutscher und polnischer Jugendlicher, die hier gemeinsam ihre Ferien verbringen. Es ist bereits ihr zweites Projekt dieser Art. Initiator der Aktion ist der junge polnische Historiker Robert Traber. Die Vergangenheit dieses Landes ist uns doch allen hier fremd. Wir haben hier doch nicht seit ewig gelebt, haben keine Tradition, keine Wurzeln, keine Identität. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit kann uns helfen, diese Identität zu finden. Und bei der Suche nach den Spuren dieser Vergangenheit sind wir eben auch auf diese Soldatenfriedhöfe gestoßen, von denen es allein hier im Bezirk Allenstein mehr als 200 gibt. Sie alle sind Teil des historischen Gesichts dieser Landschaft, haben ihr ihren Stempel aufgedrückt. Wie sehen die Menschen, die heute im einstigen Ostpreußen leben, überhaupt Deutschland und die Deutschen? Man kann diese Frage nicht generalisieren. Es ist ja überhaupt erst 4 Jahre her, dass wir offen über dieses Thema reden dürfen. Doch wenn ich mir die Veränderungen anschaue, die sich in unserem Verhältnis zu Deutschland und den Deutschen vollzogen haben, bin ich durchaus optimistisch. Vor allem, wenn es darum geht, wie wir versuchen, heute mit dem gemeinsamen Erbe umzugehen, dessen Träger ja wir sind. Denn wir sind es, die heute hier leben, und wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen aufhören, im Verhältnis zwischen Deutschen und Polen immer nur auf das zu schauen, was uns trennt. Wir müssen uns stattdessen bemühen, normale zwischenmenschliche Kontakte aufzubauen, uns bemühen, nach gemeinsamen Wurzeln und Traditionen zu suchen, nach dem, was uns verbindet. Menschliche Kontakte und gemeinsame Traditionen, für die wir verantwortlich sind. Die polnischen Jugendlichen, die den Friedhof pflegen, sind Schülerinnen und Schüler des Allensteiner Gymnasiums. Die deutschen Jugendlichen gehören der Initiative Christen für Europa an. Ich bin auch eher skeptisch hingekommen, weil ich dachte, des Öfteren oder mehr höre ich, ja, was machst du hier, willst du jetzt dein Land zurückbesiedeln oder so etwas? Und ich werde auch oft gefragt, ob meine Familie aus Ostpreußen kommt. Aber sobald ich es negiere und sage, ich bin hierher gekommen, weil mich das Land interessiert und die Leute und überhaupt nicht, weil ich Deutschland, also weil ich wieder möchte, dass hier wieder Deutschland hinkommt, werde ich immer sehr, sehr freundlich und positiv aufgenommen. Anfangs haben wir uns auch gefragt, was wir hier auf diesem Friedhof sollen, warum wir ausgerechnet ein Symbol des einstigen deutschen Militarismus restaurieren sollen. Doch dann haben wir uns klar gemacht, dass es junge Menschen in unserem Alter sind, die hier liegen. Sie sind mit Sicherheit nicht die Schuldigen. Thank you.
Pferde, der einstige Reichtum Ostpreußens. Aus Ostpreußen kamen einst die weltberühmten Trakehner-Pferde. Doch das Gestüt Trakehnen liegt heute im russischen Teil Ostpreußens und betreibt nur noch Rinderzucht. Die Trakehner-Zucht wird hier auf dem polnischen Gestüt Liski fortgesetzt, einem früheren Vorwerk Trakehnens. Doch bis vor wenigen Jahren durften die Trakehner, die hier gezüchtet wurden, nicht Trakehner genannt werden, sondern hießen großpolnische oder masurische Rasse. Nichts sollte an die deutsche Tradition, an die deutsche Vergangenheit erinnern, nicht einmal der Name einer Pferderasse. Liski ist ein Staatsgut und ihm geht es wirtschaftlich schlecht, wie fast allen Staatsgütern im heutigen Ostpreußen. Die politische Wende, der Schritt in die Marktwirtschaft, war für sie ein Schritt in den Ruin. Viele sind ganz stillgelegt, andere warten vergebens auf kaufkräftige Interessenten. Landwirtschaft lohnt fast nur noch als privater Nebenerwerb. Und den haben die meisten in Ostpreußen heute auch bitter nötig. Etwa dieses Ehepaar, das wir unweit von Schippenbeil an der polnisch-russischen Grenze treffen. Nachdem sie erfahren haben, dass wir aus Deutschland kommen, sprudelt es nur so aus ihnen heraus. Hier gibt es überhaupt keine Arbeit mehr, für niemanden. Und wovon leben die Leute? Von einer kleinen Arbeitslosenunterstützung, einem kleinen Stück Land. Das ist der Kapitalismus, den sie jetzt eingeführt haben, dass auf einen Herrn 10 Arme kommen. Früher gab es hier alles, eine Molkerei, eine große Bäckerei, ein Staatsgut. Und alles haben sie kaputt gemacht. Alles. Das ist der Kapitalismus. Die Stadt Sempopol, das einstige Schippenbeil. Außer dieser Häuserzeile und der Kirche hat der Krieg hier kaum etwas stehen lassen. Heute leben hier fast nur noch alte Menschen und Sozialhilfeempfänger. Nachdem die Molkerei, die Großbäckerei und die Textilfabrik zugemacht haben, beträgt die Arbeitslosenquote etwa 80%. Mittags 14 Uhr vor der einzigen Kneipe des Orts. Bei Kriegsende starb Schippenbeil, nun stirbt Sempopol. Der Weg zur russischen Grenze. Er führt durch das Dorf Schurkowo, das zu deutschen Zeiten Schönbruch hieß und als besonders idyllisch galt. Heute ist es geteilt. Die andere Hälfte liegt hinter diesem Schlagbaum. Stalins Schwerthieb nennen die Menschen hier diese Grenze, die das nördliche Ostpreußen vom südlichen trennt. Die Maschinen auf manchen Höfen stammen noch aus deutscher Zeit. Viele Häuser sind baufällig. Der einzige intakte Hof im Dorf gehört diesem Bauern, der 1946 als Vierjähriger mit seiner Familie hierher kam. Vertrieben aus Litauen, das sich die Sowjetunion einverleibte. Gemeinsam mit seiner Frau bewirtschaftet er 40 Hektar Land. Ihre Spezialität, Schweinezucht. Ein Teil der Tiere wird ins Ausland exportiert, nach Deutschland und Italien. Doch die Idylle wird vielleicht nicht mehr lange dauern.
Es ist eine schwierige Situation für die Bauern, denn die Preise für unsere Produkte, Milch, Getreide und Fleisch, sind sehr niedrig. Die Produktionsmittel jedoch sehr teuer, Düngemittel, Chemikalien, Benzin. Für einen Liter Diesel muss ich 4 Liter Milch geben. Das ist einfach nicht rentabel. Und die Zinsen für Kredite liegen bei 80% im Jahr. Das heißt, von den Banken kannst du nichts bekommen. Glauben Sie denn, dass die polnische Landwirtschaft in Zukunft überhaupt in Europa konkurrieren kann? Natürlich können wir konkurrieren, aber dafür müssen die Bedingungen geschaffen werden. Welche? Kredite müssten billiger sein, Diesel und alles. Überall in Europa wird die Landwirtschaft subventioniert, nur bei uns nicht. Nauć mnie więcej, co wierzy. Vor der Kirche von Nikolajkin im Herzen Masurens. Gemeinsames Konzert eines masurischen Chores und einer Bläsergruppe aus Wuppertal. Anlass, die Einweihung der wiederhergestellten evangelischen Kirche von Nikolajkin. Jahrzehntelang hatte sie als Lagerhaus gedient, nun wurde sie, vor allem mit Geldern aus der Bundesrepublik, wieder als Gotteshaus hergerichtet. Es ist ein deutsch-polnischer Gemeinschaftsgottesdienst, wie er im Sommer, wenn die Touristen kommen, in Masuren immer häufiger abgehalten wird. Die Predigt des örtlichen evangelischen Pfarrers wird über Kopfhörer ins Deutsche übertragen. Und Luthers Trutzlied »Ein feste Burg ist unser Gott« singt jeder in seiner Sprache. Die Deutschen auf Deutsch. Und die polnischen Schwestern auf Polnisch. Und es geht zusammen. Diese Tafeln wurden bei der Restaurierung der Kirche versteckt hinter dem Altar gefunden. Nun hängen sie in der Sakristei. Von Nikolajkin aus eine Fahrt über die legendären masurischen Seen. Ihre Zahl beträgt mehr als 3000, manche von ihnen sind bis zu 40 Metern tief. Sensburg, eine der traditionsreichsten masurischen Kreisstädte. Heute trägt sie den Namen Mrągowo. Das historische Zentrum
ist liebevoll restauriert. Die Spuren des Krieges sind weitgehend getilgt. Eine neue Zeit hält Einzug und mit ihr Jahr für Jahr Scharen deutscher Touristen. Der Anhänger wurde mir hier gefallen, der liegt jetzt an dem Rhein hier unten. Die meisten Besucher, die aus Deutschland kommen, nennen sich selbst Heimwehtouristen. In einem Ausflugslokal unweit von Sensburg. Im Sommer besucht vor allem von deutschen Gästen. Es ist ein privates Restaurant, das erst vor 2 Jahren eröffnet hat und seither floriert. Dank seiner hervorragenden Küche und der Reisegruppen aus Deutschland, die aus dem Bild des heutigen Masuren nicht mehr wegzudenken sind. Ich bin in Königsberg geboren und ich bin auch schon 2-mal in Königsberg gewesen. Und wir sind 1945 in russische Gefangenschaft gekommen. Und der Russe hat uns dann in diesem kalten Winter kreuz und quer durch Ostpreußen getrieben. Unter anderem eben auch hier durch Masuren. Und da wollte ich mir das heute noch einmal ganz bewusst alles ansehen. Und was für einen Eindruck macht das Land heute auf Sie? Wunderschön. Es ist ein Traum. Haben Sie den Heimatort schon besucht? Ja, haben wir schon. Und was macht für einen Eindruck auf Sie? Fremd. Erstmal ganz fremd. Ich bin ja auch schon 50 Jahre nicht mehr hier gewesen, das erste Mal hier. 49 Jahre. Also. Aber als ich die Straße lang ging, kam die Erinnerung so wieder, sich alles. Und was war jetzt für Sie fremd hier? Die verfallenen Häuser und die das so viel weg war. Nicht? Das war so fremd. Die Landschaft nicht, das ist alles. Wenn man auf die Dörfer kommt, ist eigentlich sehr ärmlich. Im Grunde genommen tun mir so die Leute so leid, aber vielleicht kennen sie nichts anderes. Wenn man die verfallenen Häuser sieht, das ist irgendwo noch traurig. Ne? Ich komme mir vor hier, wenn ich so durch so Dörfer fahre, als wäre 1945 in Deutschland. Es hat sich seit 75, als ich das erste Mal hier war, sehr viel zugunsten der Polen geändert. Gastfreundlich sind sie allemal. Und das Essen schmeckt. Und man wird beachtet und geachtet. Hatten Sie mal das Gefühl, dass man Ihnen als Deutscher gegenüber doch noch gewisse Reserven entgegenbringt? Nein, jetzt nicht. Damals, vor gut 20 Jahren, da schon. Aber jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr. Haben Sie sich denn innerlich damit abgefunden, dass das ja nicht mehr Ihr Land ist? Ja. Sonst wäre ich auch gar nicht helfen. Also, da bin ich jetzt soweit drüber weg. Ach, ich nicht, denn ich mach Sünde nicht. Ich hab die ganze Nacht probiert, das hat aber nicht funktioniert. Ach, leg dich hin, hit dich, ich leg mich drauf. Dass keiner sich hit dich, pass ich schon auf. Und endlich ist es doch passiert. Unmittelbar neben dem Touristenlokal ein kleiner Markt. Schön. Oh, Maria. Auch 70, ne? Nein. Doch, 70 Mark. 80 muss sein. Ja. Ist mit der Hand gemacht. Viele Stunden, nicht? Ne? Ja, 2 Wochen. Ja, nichts anderes tun wir das Spiel, ne? Nee, das muss, das dauert lange. Ja, das glaube ich. Das alles habe ich selbst genäht. Nur das ist mit Maschine gemacht. Können Sie denn von dem, was Sie hier verkaufen, leben? Ich verdiene etwas dazu, denn ich bin schon auf Rente. Aber ohne das könnten Sie nicht leben. Wie denn? Da müsste ich schon klauen gehen, mit 80 Mark Rente im Monat. Geben Sie mir die noch 30 Mark. Das ist eine Limit. Das sind Pfifferlinge, Birkenpilze, Steinpilze.
Hast du sie selbst gesammelt? Mit dem Vater und der Schwester. Und wie viel verkaufst du davon am Tag? Normalerweise eine Tüte, aber heute war ein guter Tag, zwei. Und was macht der Vater? Hat er Arbeit? Nein, sie haben ihn vorzeitig in Rente geschickt. Fischer auf einem der masurischen Seen, bei Sorquitten, unweit von Sensburg. Neben der Landwirtschaft ist die Fischerei traditionell einer der wichtigsten Erwerbszweige der Menschen in Masuren. Diese Fischer haben ihren Betrieb unlängst dem Staat abgekauft und arbeiten seither als Privatunternehmer. Gefangen werden vorwiegend Aale, Hechte, Barsche und Zander. Doch die Erträge werden immer dürftiger und die Zahl derer, die vom Fischfang leben können, immer weniger. Es sind vor allem Umweltprobleme, die die Existenz der Fischer bedrohen. Die Verschmutzung vieler Seen in Masuren hat inzwischen schlimme Ausmaße angenommen. Wir hier auf unserem See, bei Sorquitten, sind noch nicht so sehr davon betroffen, aber die Seen, die an größeren Ortschaften liegen, sind äußerst gefährdet. Denn es gibt so gut wie keine Kläranlagen und auch die Belastungen durch den zunehmenden Tourismus und die Landwirtschaft machen uns immer mehr Sorgen. Und sehen Sie die Zukunft Ihres Betriebes auch pessimistisch? Nein, eher optimistisch. Denn die politischen und gesellschaftlichen Reformen waren für uns von Vorteil. Wir sind ja jetzt kein Staatsbetrieb mehr, sondern ein privater. Das heißt, er gehört uns. Verstehen Sie? Wir sind die Eigentümer. Wir sind die Eigentümer. Wie vor dem Krieg. Es ist der südliche Teil Ostpreußens, über den wir heute berichten. Jener Teil, der nun zu Polen gehört. Mit dem anderen, dem nördlichen Teil, dem russischen, hat er nur noch den Himmel und die Vergangenheit gemeinsam. Doch das ist schon ein anderer Film.